Die Todesstrafe. Die Todesstrafe ist eines der kontroversesten und tiefgründigsten Themen der modernen Philosophie und Ethik. Seit Jahrhunderten debattieren Philosophen, Juristen und die Gesellschaft über die Moralität und Rechtmäßigkeit dieser Form der Bestrafung. In dieser Präsentation werden wir uns verschiedene Punkte über dieses Thema ansehen. Als allererstes sehen wir uns die Geschichte der Todesstrafe an. Daraufhin schauen wir uns den aktuellen Stand in der Welt an. Welche Länder gibt es heute noch mit der Todesstrafe? Kurz darauf folgt die Details über die Einführung heute dieser Länder. Kurz danach geht es um die Argumente für und gegen die Todesstrafe, beziehungsweise ob die Todesstrafe moralisch ist. Dies ist auch die Hauptfrage dieser ganzen Präsentation. Nach der Hauptfrage, ob die Todesstrafe moralisch ist, folgt ein Einblick, wofür wir als Gruppe stehen. Als letztes folgt eine kleine Zusammenfassung bzw. eine Diskussionfrage an die Zuschauer. Die Todesstrafe hat eine lange und komplexe Geschichte, die bis in die Antike zurückreicht. Sie wurde von vielen verschiedenen Gesellschaften und Kulturen als Mittel der Bestrafung angewendet. Im Laufe der Geschichte wurde die Todesstrafe für eine Vielzahl von Verbrechen verhängt, darunter Mord, Hochverrat, Diebstahl, Blasphemie, Hexerei und politische Gründe. Im Laufe der Zeit hat sich die Anwendung der Todesstrafe und die Art der Durchführung erheblich verändert. Frühere Methoden umfassten Enthauptung, Erhängen, Steinigung, Verbrennung, Erschießung und andere Formen der Strafen. In einigen Kulturen wurden öffentliche Hinrichtungen als Abschreckungsmittel eingesetzt. Im Laufe der modernen Geschichte haben viele Länder die Todesstrafe abgeschafft oder ihre Anwendung stark eingeschränkt. Dieser Trend begann im 18. Jahrhundert mit der Aufklärung und setzte sich im 20. Jahrhundert fort, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg und der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen im Jahr 1948. Heute ist die Todesstrafe in vielen Ländern abgeschafft oder praktisch ausgesetzt. Eine wachsende Anzahl von Ländern betrachtet die Todesstrafe als eine Verletzung der Menschenrechte und als eine unangemessene und unmenschliche Form der Bestrafung. Zum Beispiel Länder wie Kanada, die meisten europäischen Staaten, Australien, Neuseeland haben die Todesstrafe vollständig abgeschafft. Allerdings gibt es immer noch Länder, die die Todesstrafe aktiv anwenden. Dazu zählt zum Beispiel der Iran, Saudi-Arabien, Somalien, China, Indonesien, Ägypten, Libyen und noch ganz andere Staaten, die man hier im Bild in dem rötlichsten Rot sehen kann. Jedoch gibt es auch Länder, die zwischen beidem stehen. Sie benutzen die Todesstrafe nur in Ausnahmefällen, zum Beispiel bei Kriegsverbrechen. Diese werden in der Orangenfarbe dargestellt. Dazu zählt zum Beispiel Chile oder Brasilien zu. Dann gibt es noch den Abschnitt, dass es in diesem Land die Todesstrafe existiert, die aber nicht angewendet wird. Zum Beispiel Russland, wozu es auch spezielle Gründe dafür gibt. Aber mehr dazu später. Jetzt noch einige aktuelle Fakten zur Todesstrafe. Im Jahr 2022 wurden 883 Menschen hingerichtet. Das ist der höchste Wert der letzten Jahre. Dabei waren 65% nur im Iran. Das einzige westliche Land, was noch die Todesstrafe durchführt, sind die USA. Dabei waren die häufigsten Methoden die Gaskammer, der elektrische Stuhl und das Erschießen. Aber mittlerweile findet es fast nur noch durch die Todesspritze statt. Außerdem wird in einem Land, nämlich in Russland, über die Wiedereinführung der Todesstrafe debattiert. Sie wurde anfangs 1996 ausgesetzt, wurde aber nie ganz aus der Verfassung gestrichen und kann deswegen wieder eingeführt werden. Ein Argument der russischen Regierung ist vermutlich der Anschlag in Moskau am 24.03.2024, wobei 130 Menschen starben. Jetzt nenne ich noch einige Argumente für die Todesstrafe.
Zum einen Abschreckung. Einige argumentieren, dass die Todesstrafe potenzielle Straftäter abschrecken kann, weil sie die Konsequenzen ihres Handels fürchten. Gerechtigkeit. Manche Menschen finden, dass die Todesstrafe eine angemessene Form der Vergeltung für besonders schwere Verbrechen ist und dass die Täter die gerechte Strafe für ihre Taten erhalten. Und der Schutz der Gesellschaft. Die Befürworter der Todesstrafe argumentieren, dass einige Verbrecher zu gefährlich sind, um wieder in die Gesellschaft zurückzukehren. Und dass die Todesstrafe die einzige Möglichkeit ist, die Gesellschaft vor ihnen zu schützen. Einige sagen, dass die Kosten für eine lebenslange Inhaftierung von Verbrechern höher sein können als die Kosten für die Todesstrafe. Argumente gegen die Todesstrafe. Ein Hauptargument gegen die Todesstrafe ist, dass sie unumkehrbar ist. Wenn ein unschuldiger Mensch zum Tode verurteilt und hingerichtet wird, gibt es keine Möglichkeit, dieser Fehler zu korrigieren. Viele Menschen finden die Todesstrafe einfach unmoralisch, egal was der Verurteiler getan hat. Außerdem wird die Todesstrafe oft unverhältnismäßig auf Minderheiten und sozial benachteiligte Personen angewendet. Und es gibt einfach eine Menge Fehlurteile und Vorurteile im Justizsystem. Es gibt auch Studien, die sagen, dass die Todesstrafe nicht so abschreckt, wie man sich das erhofft. Andere Strafen können da genauso gut oder sogar besser sein. Wofür stehen wir genau? Wir sind der Meinung, dass die Todesstrafe eingeführt werden sollte, aber nur in starken Ausnahmefällen, wie beispielsweise Kriegsverbrechen oder bei Serienmördern. Das wären unsere Argumente. Abschreckung von Kriegsverbrechen. Wenn man Kriegsverbrecher mit der Todesstrafe bestraft, schreckt das potenzielle Täter ab und verhindert, dass es in Zukunft zu weiteren Verbrechen kommt. Wenn man klar macht, dass schwere Verstöße gegen die Bevölkerung mit der Höchststrafe bestraft wird, wirkt das sehr abschreckend. Gerechte Vergeltung. Wenn bei Kriegsverbrechen unheimlich vieles Leid und Zerstörung verursacht wurden, kann die Gesellschaft eine Form der gerechten Vergeltung fordern. Die Todesstrafe kann als Reaktion auf die extremen Taten angesehen werden, die das Leben vieler Menschen bedrohten, Sicherheit der Gesellschaft. In einigen Fällen werden Kriegsverbrecher als eine Bedrohung für die Sicherheit der Gesellschaft betrachtet. Die Todesstrafe stellt sicher, dass diese Individuen keine Möglichkeit mehr haben, weitere Schäden zu verursachen oder ihre schlechte Ideologien zu verbreiten. Internationale Gerechtigkeit. Die Bestrafung von Kriegsverbrechern durch die Todesstrafe kann als auch ein Akt der internationalen Gerechtigkeit betrachtet werden. Es zeigt der Weltgemeinschaft, dass schwerwiegende Verstöße gegen das Völkerrecht nicht toleriert werden. Zum Schluss, es ist wichtig zu betonen, dass die Anwendung der Todesstrafe in Ausnahmefällen immer mit größter Sorgfalt erfolgen sollte. Faire Gerichtsverfahren, der Schutz der Rechte des Angeklagten und die Vermeidung von politisch motivierter Anwendung sind entscheidend, um sicherzustellen, dass die Todesstrafe nur in den extremsten Fällen und nach sorgfältiger Prüfung eingeführt wird. Jedoch ist dieses Thema sehr divers und führt bis heute noch zu vielen Diskussionen. Was genau denkt ihr oder sie darüber? Sind sie der Meinung, dass die Todesstrafe moralisch ist oder nicht, nach unseren Argumenten?